ein komplettes System an Vorstellungen zurechtgelegt, eingeprägt, als gelenkten Strom von Einbildungen, Imaginationen, quasi eine imaginative Geistesarbeit zum Quadrat in dieser Höhle nahe Manresa. Damals auch schriftlich fixiert für mich und meine Mitexerzierenden als Programm für eine religiöse Militärschule geistlicher Soldaten. Damit während unserer Exerzitien ja nichts anderes von meinen Gedanken Besitz ergreifen könnte als du. Leibhaftig zweite Person. Du mit deinen Sittenlehren, deiner Erlösungskraft. Ich male mir dein Leben und Leiden aus, so intensiv es geht. Ich folge dir nicht nur nach, ich krieche gewissermaßen in dich hinein. Ich möchte Schattenwerfer und Schattenwurf in einem sein. Götter, Geister und Engel haben bekanntlich gar keinen Schatten. Zumindest sind sie am fehlenden Schatten auf Anhieb zu erkennen. Auch einen Nabel würde man bei ihnen wohl vergeblich suchen. Sogar bei den englischen Fräuleins. Entfernt von dir zu leben, mein Herr, mein Heil, mein Gott. Meine Kundenbindung, meine Ikat, meine Bank. Ach, wie ist das elterliche Schloss Loyola in seinen Grundfesten erbebt bei meinem damaligen Treueschwur an dich. Während des Genesungsaufenthalts nach meiner Kriegsverwundung. Dieses, mein Versprechen, scheint dem leibhaftigen Teufel gar nicht gefallen zu haben. Und doch, bei aller angestrengten Identifikationsbemühung, kann ich dich nicht einholen, du leibhaftig zweite Person. Ja, ich falle in meiner Geistesschwäche immer weiter zurück. Während du unbeirrt fortschreitest in Richtung Ende der Geschichte, auf die Erfüllung der Zeiten zu. Oh.
habe ich nicht umsonst in den Dienst meiner Herrin, der Gottesmutter, gestellt. Und warte nur auf die nächste Gelegenheit, ihre Lästerer an die Schranken zu weisen. Ja, ja, notfalls zu erdolchen. Vorbei ist die
Zeit des Weinens und des Seufzens. Und wer bist du, der mich stört in meine Einsamkeit? Bote, bin ich zu dir gesandt, vom Lager des Friedens mit dieser Nachricht. Du sollst deine Klausur heute noch verlassen. Thank you.
allen entscheidenden Wendepunkten des Lebens suche ich den Willen Gottes zu ergründen. Die Kompassnadel auf dieser Suche ist das betende innere Verspüren von Trost oder Trostlosigkeit. Von einer tiefgläubigen Zustimmung und Freude oder von einem deutlich spürbaren Nein durch eine warnende Stimme mache ich meine Entschlüsse abhängig. Keine Sorge, es gibt Gott. Also, schönen Tag. Observatorien. Die erste Jesuitensternwarte in Wien stand an der Ecke Beckerstraße Postgasse. Mittlerweile ertrinken die schwachen Sterne alle im zunehmenden Streulicht über den städtischen Agglomerationen. Wenn tausend Blitze fliegen durch die Nacht, ist es der Teufel, der sie wirft und dabei lacht und schon mein Lager zu errichten sucht. Mit seinem Heer, der Hölle.
Wessen Knecht bist du?
Entführerinnen treffen. An Mantel- und Degenszenen wie nächtliche Entführung. Bei jeder Regung und Gelegenheit könntest du uns aufstacheln zur Unzucht mit uns selbst. Mit den anderen. Mit dem gleichen. Mit dem tierischen Geschlecht. In das Nichts solch hochmütiger Bemühungen fallen. Auf der Maschek sein! Dann würde dein Fanatismus in die tiefste Depression umkippen, samt deiner so vertrackten Leibfeindlichkeit und dem Vergelten wollen der Lust an der dann gnade dir Gott, wie du da und ob du da jemals wieder herauskommst, du selbstgefällig doktrinärer, angemaßter Retter, der keineswegs rettungsbedürftigen Seelen. Ich werde ewig euch begleiten.
Petro A. Ruppe. Hans Urs von Balthasar. 1950 kam es zu seinem Austritt bei den Jesuiten. Balthasar führt diesen Schritt auf seine persönliche Inspiration durch den heiligen Ignatius von Loyola zurück. Augustin Bär. Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus. Jakob Biedermann, Petrus Canisius. Giuseppe Castiglione. Michel Desserteaux, Heterologe in der Spur von Derrida und Levinas. Peter. Pedro. Klaver. Christopher Clavius. Emmerich Corrett, Johann Baptist Süßer. Jean Danielou. Alfred Dell. Zum Kreisauer Kreis. Kein Ordensauftritt zur Freilassung. Entplatzen Sie ermordet. Michael Dienes, Martin Dobritz-Hoffer. Emmanuel Duval, Martin Ecker und Peter Fahrer. Alfred Focke ist 1982 im Totengebirge verschollen. Na ja, den Lienzer Dolomiten. Ja, richtig. Am Morgen. Balthasar, Grazia, Ia Morales. Andro Orakel und die Kunst der Weltklugheit. Alois Grimm, Johann Grüber, Paul Gulden, Augustin Hallerstein. Maximilian Held, Astronomin Wien, Kartografen Norwegen. Jared Manley Hopkins, Gedichte im Springrhythmus, in Wucht und in Bild. Sein Journal von Peter Waterhouse übersetzt. Was von Peter Waterhouse? Ja, sind vier Bände. Das kannst du was. 1000 Seiten. Auf Koreanisch. Bernardo Francisco de Hoyos. Josef Andreas Jungmann. Athanasius Kircher. Mundus Subterraneus. Josef und Max Klinkhoffström. Kardinal König. Akademie. Collegium Aloisiano. Collegium Canidiano. Collegium Cax. Wo? Ach, Musikformation. Stanislaus Kostka, Kapelle. Eine Kurrentgasse. Diego Leines. Wilhelm Namumaini. Josef Liskagi. Paul Hildebach. Ferdinand Maas. Paul Micky. Gekreuzigt. John O'Gilvy. Niklas Auer. Francisco Pacheco. Peter Kieber und Gefährten. Johannes Eberhard Leiter. Mithat. Hieronymus Neudin. Ignaz. Paham. Stefan Konrad, Ignatius Beck, Hugo Rana und Karl Rana. Na komm schon. Antiochie, ist ein chinesischer Diamant. Adam Schall von Bell, Christoph Schreiner, Georg Scherer, Georg Schwingshack, Friedrich von Spee, kaum zu Kriminalis oder Rechtsbedenken Carlos Pinola. Steinmeier. Josef Stöcklein. Pierre-Claire Fromme Naturwissenschaft. Franz Paula Driesenecker. Ah, Ferdinand Vermies. Franz Xaver Wulfer. Botaniker und Alpinist, hier auch Kärntner Wulfenia Kutritz. Franz Xaver. Wird in Kürze in die Mission nach Ostindien geschickt. Domenico Zipolli. Ist der angebliche Komponist dieser halben Dschungeloper. Freude, Tränen, Versöhnung, Aufbruch, Gründung einer Initiative.
Tiefe. Reden. Katechese auf der Straße. Sakramente spenden. Beichte. Hören. Leibliche und geistliche Werke der Barmherzigkeit. Zu Kindern und Jugendlichen auf die Straße. Zu Schafen, die keinen Hirten mehr haben. Zu Hirten, die sich um ihre Herde sorgen. Nee. Zu religiös suchen wir. Zur Ordensgemeinschaft. Zu Pilgern. Wir fangen an. Obdachlos. Zerschnitten! Prostituierten. Wahnsinn. Sklaven. Und als solche angesehene Hexen. Die größere Not sei auch immer als geistliche Entscheidungssituation zu begreifen, in der der Geist Gottes wirkt. Nie nur als reiner karitativer Betreuungsfall. Mann! O blindes Heiligtum, in Sünde und Tod getaucht, ohne den Himmel Gottes zu kennen. Manche Christen, 1,95 Milliarden. Manche Muslime. 1 Milliarde. Manche Hindus. 777 Millionen. Manche Buddhisten. 341 Millionen. Manche aus neuen religiösen Strömungen. 128 Millionen. Manche aus einheimischen Religionen. 99 Millionen. Manche Juden. 14 Millionen. Und manche um jede Religion. 1,1 Milliarden. Den Orient wird erleuchten. Ein Funke deines Feuers. Gesegnet sei diese Funke, oh, wie glücklich jeder dir geht. Gelübde der Mobilität als viertes nach Armut, Keuschheit und Gehorsam. Thank you.
dann werden wir uns verbunden wissen. In einer Gesellschaft der Liebe. In der gegenseitigen Liebe im Herrn. Thank you.
krank wie ich bin ich dem nicht gewachsen. Gott befiehlt es, ihr wird die Kraft dafür geben. Du wirst mit einem Glöckchen Kinder und Neugierige in die Kirche zum Unterricht locken. Du wirst ein Seminar für neue Mitarbeiter gründen. Du kannst bei den Paravas Wunder wirken. 10.000 werden sich durch dich taufen lassen. 45 Kirchen kannst du gründen. Und überhaupt sind so viele unsterbliche Seelen durch dich für den Himmel zu gewinnen. Japaner.
und Elemente meinem Alpha Hindernisse in den Weg legen, so dass ich nur die Insel San Jan erreichen werde und kurz vor dem Ende, 46-jährig, von dort aus noch aufs chinesische Festland hinüberzublicken. Einen Leichnam möge man dann zu seiner letzten Ruhe nach Goa zurückbringen. Und ich werde dir 4 Jahre später 65-jährig von Rom aus in den Himmel nachfolgen. In dem Jahr der Abdankung Kaiser Karl des V., in dessen Reich die Sonne und auch die Tätigkeit der Gesellschaft Jesu nicht untergegangen sein wird. Und alsobald wird sich unser heiliger Eifer auch der neuen Welt bemächtigt haben und über den Bergen und Völkern Lateinamerikas erstrahlen. Und mit den Statuen der Mutter Gottes durch die Dörfer und Städte der Anden getragen.
die Gütigen sogleich erschlagen werden. Oder es werden erschlagen die, zu denen sie gütig sind. Was nützt die Freiheit, wenn die Freien unter Unfreien leben müssen? Was nützt die Vernunft, wenn die Unvernunft allein das Essen verschafft, das jeder benötigt? Anstatt nur gütig zu sein, bemüht euch, einen Zustand zu schaffen, der die Güte ermöglicht. Und besser, anstatt nur frei zu sein, bemüht euch, einen Zustand zu schaffen, der alle befreit. Auch die Liebe zur Freiheit überflüssig macht. Anstatt nur vernünftig zu sein, bemüht euch, einen Zustand zu schaffen, der die Unvernunft der Einzelnen zu einem schlechten Geschäft macht. Lang wäre die Macht der Göttin, die heute Sturmglocken anschlägt in meinem Blut. Ein weiblicher Baum. Mächtig, ausladend, herrlich. Schon lange erblühe ich im Schaum, gesegnet von üppiger Liebe, verschwenderischem Samen. Das lebendige Leben überzeugt mich jeden Tag. Die Macht meiner Hormone bricht aus meinen Augen und verstört die murrenden Pfaffen. Mit den Tropen im Haar fordere ich Missmut und verzagte Sirenen heraus. Reize ich Hochhäuser und verstopfte Beamte mit strengen Krawatten. Blind, wie Maulwürfe in ihrem Bau. Ich gehe durch den Dschungel und lächle den inneren Göttinnen zu, die im Kreis auf meinem Herzen tanzen. Barfüßig, nackt. Diese Weinlese der Lust, mit der mein Blut rastlos und dröhnend beharrlich die senkrechte Sonne segnet, die immerwährende Orgie.